Nun, was genau wollt ihr hören? Nun, ich glaube nicht, dass wir nähere Informationen brauchen, aber nun, viele Ziegendarstellungen ist immer eine zweischneidige Sache. Nun, es existiert die Hypothese, wenn ihr so möchtet, dass es sich bei dem vom Leftans-Bild dargestellten Halbgott in Wahrheit um eine, entweder um eben jenen oder ein Zerrebild ist. Hallo, ihr seid die Helden, oder? Ja, schau mich mal um. Nein, die sind da drüben. Ich zeige in Richtung Boltax und Diamantis. Ja, ich bin Boltax und das ist Diamantis und wir sind die Helden. Ich habe schon und so viel von euch gehört. Ihr habt wohl die bösen Oronier besiegt, oder? Ja, das haben wir. Ihr wart dabei. Selbstverständlich. Ihr habt mit Hafax verhandelt. Ja, das habe ich. Ich alleine. Ihr seid so mutig. Sagt mal, wer seid ihr überhaupt? Ich bin Shubinai. Du bist ganz schön gut informiert, Shubinai. Danke. Gut, könnte man fast meinen. Ist doch auch egal, Shubinai. Dieser gute Mann hier, Diamantis, wird heute heiraten und wir müssen ihn vorbereiten. Davon habe ich auch gehört. Wovon hast du denn noch gehört? Erzähl doch mal. Dass ihr heute kommen sollt. Dass wir uns benehmen müssen. Das ist richtig. Deshalb benehmt euch. Aber du wirst uns sicherlich helfen bei den Vorbereitungen, oder? Klar, kann ich machen. Ich kenne mich ja ein bisschen aus. Dann brauchen wir zunächst mal zwei Bier. Also Bier, ja, ich kann mal die Reihergeweihten fragen, ob wir Bier hier bekommen. Aber da hinten haben wir auch einen großen Kuchen- und Keksteller, wenn ihr mögt. Ja. Die haben gesagt, dass wenn er kommt und wenn ihr euch frisch machen wollt oder so, dann sollen wir euch das anbieten. Aber das ist das Hochzeitsbier und das Hochzeitsbier muss getrunken werden. Und ja, zwar vom Bräutigam und dem Trauzeugen. Mein Papa hat auch einen dicken Bierbauch. Ich glaube, das ist gut, wenn ihr Bier trinkt. Ja, genau. Guck, mein Bauch ist auch schon ein prächtiger Bauch. Ein wahrer Ranzen. Ja, ich werd dafür sorgen, dass wir viel Bier holen. Das ist gut. Aber wie gesagt, da hinten könnt ihr euch frisch machen und was essen. Sehr gut. Bis gleich. Dann rennt sie erstmal raus nach hinten und holt da wohl irgendwie die andere Reihe weiter. So, du wirst heute verwöhnt werden, denn es ist heute dein großer Tag und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um diesen Tag für dich besonders zu machen. Sagt Diamantis, ich weiß, ihr seid sehr überrumpelt, aber wollt ihr das? Also, selbstverständlich würde ich das. Ich meine, ich wollte das die letzten Tage und Wochen ja auch, seitdem wir aus Zorgan abgefahren sind. Es kommt nur etwas plötzlicher, das. Abelmir, du kannst plötzlich sehen, wie durch die Wände hindurch ein Karren rumpelt, der wohl schwer beladen ist und mehrere Ziegen, die an dem Wagen angebunden sind, rumpelt er einfach durch die Wände hindurch und durch deine Begleiter, die sich so ein bisschen in Rauch auflösen, kannst du wohl wieder hören, wie sie da miteinander sprechen und gute Laune haben und ja, die Gründertage, die anstehen. Und dann rumpeln sie auf der anderen Seite wieder durch die Wände hindurch. Ich folge mal den Wagen und werde wahrscheinlich dann irgendwann auf diese Zeltplane stoßen, vermutlich, oder auf diese Wand. Also du stehst vor einer einfach einer Wand, ja, eine Steinwand. Taste mal die Wand. Was passiert hier? Bin jetzt völlig perplex irgendwie und taste mal die Wand weiter ab. Habt ihr das auch gesehen? Aber mir ist alles in Ordnung mit euch? Ja, ich glaube schon. Ihr seht immer noch Dinge, nicht wahr? Ja. Darf ich mal auf Steinkunde würfeln, um zu sagen, was das für ein Stein ist? Das kannst du gerne tun, ja. Dann mache ich das. Diamantis, das ist ein wunderbarer Basalt. Steinstein. Hübsch. Ich kann eure Faszination dafür verstehen. Was? Für den Stein? Ja, irgendwie schon. Schau. Hübsch, nicht wahr? Also Diamantis, es beruhigt mich sehr, dass ihr dieser Verbindung prinzipiell zustimmt. Dann, auch wenn die Umstände etwas
nun ja, merkwürdig sind, werden wir alles tun, um euch in dieser Situation zu unterstützen. Ich meine, vielleicht macht man das hier in Aranien ja einfach so. Vielleicht wurden die anderen vier vor mir auch einfach überrumpelt. Zulamin wiegt ein bisschen bedenklich den Kopf. Na, vielleicht mag Rascha einfach feiern, Hochzeiten, und konnte nicht länger warten. Und so, Es könnte sein, dass jemand eure Liebe missbraucht, um, ich weiß nicht, uns auf irgendeine Art und Weise in Schwierigkeiten zu bringen. Wir sollten herausfinden, ob es ihre Idee war. Nun, das solltet ihr machen und ich kümmere mich mit Diamantis derweil darum, ihn als perfekten Bräutigam vorzubereiten. So wie ich das sehe, Capitania, haben wir nur exakt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen mit der Sache mit und hoffen aufs Beste, oder wir lassen sie platzen und hoffen aufs Beste. Ich denke, die Hochzeit platzen zu lassen, ist zum jetzigen Zeitpunkt keine gute Idee. Auch im Hinblick auf die Beziehung der beiden. Dann wissen wir ja bereits, was zu tun ist. Aber mehr als die Augen offen zu halten, können wir hier nicht. Das ist wahr. Ja, währenddessen könnt ihr sehen, wie wohl von hinten aus dem hinteren Gang des Raya-Tempels die dicke Raya-Geweihte wieder nach drinnen kommt und sie trägt ein schweres Bierfass. Vor allem Beutax wird so ein bisschen an Angroschmini erinnert, nur dass sie etwas größer ist. Auch die Rundungen stimmen zumindest schon. Und neben ihr ein Mann, der wohl kein Raya-Geweihter zu sein scheint, sondern vielmehr trägt er einen Leftan-Schädel um seinen Hals als Amulett. Ein unglaublich gut aussehender Magier. Er hat eine offene Robe, eine schwarze Robe, die seine Bauchmuskeln abzeichnen. Und so treten sie dann zu zweit auf euch zu. Ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt. Also ich bin Sulcha. Puh, und hier ist euer Bier. Das ist ja jetzt für Diamantis und ihr seid Beutax, ja? Richtig, ich bin für den Bräutigam zuständig. Und, ja, lasst es euch schmecken. Da hinten haben wir noch Schokolade und Törtchen und Kekse und also alles, was ihr wollt. Und wenn ihr mögt, dann können wir euch auch noch ein bisschen gezuckertes Brot oder so etwas geben. Wir haben eingelegte Pfirsiche, wenn ihr mögt. Und wenn ihr dann am Ende noch mögt, können wir euch tatsächlich etwas geschlagene Milch, also Joghurt, präsentieren. Der ist zum Abrunden besonders lecker. Ihr müsst ja noch ein bisschen was auf eure Hüften kriegen und dabei klopft sie Diamantis so ein bisschen auf seinen Bauch. Das ist richtig. Diamantis muss... Sagt Schwester, ist das euer Tempel oder seid ihr mit Rashpatana angereist? Nein, das ist nicht mein Tempel. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo die anderen sind. Eventuell bei der Beruna unter der mondsilbernen Sultana. Ich bin mit Rashpatana angereist und kümmere mich jetzt so ein bisschen darum, weil die Sultana weiß ja natürlich, was sie haben möchte, auch wenn das nicht ihr eigenes Sultanat ist, aber natürlich, nicht so einfach. Sagt, wann hat sie denn den Entschluss gefasst, hierher zu reisen? Wir wissen ja gar nichts, aber ihr seid sicher im Bilde. Vor zwei Tagen sagte sie, dass wir aufbrechen und wir haben dann die Kutschen kommen lassen und sind dann aufgebrochen. Uns wurde gesagt, dass ihr hier anreist und vor einige Stunden danach kam dann noch die Geleitschaft aus Zorgan. Ja. Wie habt ihr das erfahren? Die Rashpatana hatte nach mir geschickt und sagte, ich soll mitkommen und die Hochzeit bereiten, damit es uns gut geht. Vor allem sagte sie, dass Diamantis ja noch gar nichts auf den Rippen hat. Und deswegen, mein Junge, komm mal mit. Dabei zieht sie dich so ein bisschen an den Tisch und schneidet dir ein dickes Stück Torte ab. Mögt ihr ein bisschen Eis auf eure Torte? So etwas Süßes. Sahne? Ich weiß nicht, ob das mein Magen gerade verkraften kann. Habt ihr hier nicht irgendwo vielleicht ein Schächtelchen oder eine fahnische Zigarren? Och, jetzt nimm schon was davon. Aber Zigarren sind doch nicht gut. Das bekämpft doch den Hunger. Seid ihr aufgeregt? Immer wenn ich aufgeregt bin, esse ich etwas. Und dabei, wie ein Mütterchen nimmt sie diese Gabel, macht dir so ein Stück von der Torte ab und schiebt es dir dann einfach in deinen Mund. Ich möchte ihn anrempeln.
Also so richtig mit Kraft, naja, so viel Kraft, wie ich in meinem schmalen Rahmen aufbinden kann. Oh, Pferdezeit ab, Pferdezeit. Da, irgendein Tier muss da gewesen sein. Mustert dabei mal den Mann. Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Magister Rasulan, einen wunderschönen guten Tag. Oder guten Abend. Man riecht zwar noch das Pferd an euch, aber ihr seid umwerfend. Nun, ich würde sagen, nach Pferd zu riechen ist keine Schande. Auf gar keinen Fall. Seid mir willkommen. Und dabei streckt er dir die Hand aus. Und ihr müsst Serpentilio sein. Verzeiht, kennen wir uns? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr über meine Forschung informiert seid. Ich habe vor allem viele Naranien. Bin ich umhergekommen. Dann vermutlich nicht. Die Art und Magie, die in Naranien praktiziert wird, ist nicht ganz mein Steckenpferd. Wart ihr nicht auch an Mirham, Kollege? In der Tat. Was habt ihr dort studiert? Chimerologie? Die Verformung, wenn ihr so wollt. Verformung? Nun, dann sollten wir uns doch eventuell nachher noch einmal unterhalten. Dabei legt er dir seine warme Hand auf die Schulter. Er sieht so gut aus. Sicher doch. Ich bin mir sicher, ihr könnt mir vielleicht eure Forschung ein wenig näher bringen. Habt ihr schon einmal von den Bärbullen gehört? Eine Mischung aus einem Stier und aus einem Bär. Oh, ich wusste gar nicht, dass... Interessant. Erzählt mir später auf jeden Fall mehr. Jetzt hat er mich. Er zwinkert dir einmal zu und dann merkt er wohl, dass Sulamin die Aufmerksamkeit wieder hatte. Jetzt legt er seine andere Hand auf die Schulter von Sulamin. Ja. Von welcher Akademie kommt ihr? Ich habe... Ihr seht nicht aus wie ein Zorgerner, ihr verzeiht. Nein, die Zorgerner Illusionisten, nein. Ich habe, nur sagen wir so, freie Lehrmeister. Mich hier und dort etwas gebildet. Natürlich auch die Mirhammer Chimerologie, aber ich bin ein reisender Magus. Nun, das ist in den Tulamidenlanden ja nicht ungewöhnlich, bei einem privaten Lehrmeister zu studieren. Ich schiele trotzdem mal nach seiner Hand, ob ich ein Siegel entdecken kann. Nein. Gar keins. So. Aber auch das muss ja nichts heißen. Du kannst aus dem Hintergrund allerdings die warnenden Blicke von Kelbarra entdecken. Ich würde derweil mal einen Odem auf ihn wirken. Den das ist eine Empfehlung. Warnende Blicke, von Kelbarra sind eine Empfehlung. Ich lasse mir selbstverständlich Zeit für den Odem, also um 3 erleichtert. Und dann schauen wir mal, was das Ganze bringen wird. Oder man kann. Ich denke, ich würde mich in seiner Gegenwart auf meinen eisernen Willen besinnen. Es scheint mir wie eine gute Gelegenheit zu sein. Also... Ich mach den einfach an von der Seite. Ich habe... Das ist okay. Du würdest dein Alter so grob auf 35 schätzen, ganz grob. Er sieht, wie gesagt, unglaublich gut aus für sein Alter. Und nicht nur sein Amulett ist magisch, sondern auch sein ganzer Körper. Du vermutest, dass er ganz grob 80 Astralpunkte fasst. Okay, fast so viel, wie ich habe. Ich würde mich mal unauffällig neben Kelbarra stellen und ihr zuflüstern, wer ist dieser Rasulan? Kennt ihr also über ihn? Ein alter Lehrmeister. Später dazu mehr. Dabei verhüllt sie sich so ein bisschen mehr und verschleiert sich noch etwas, damit sie wohl nicht entdeckt wird. Drückt sich wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Nun gut. Was treibt ihr hier, Rasulan? Nun, wenn es eine Feier gibt, dann kann ich davon nicht wegbleiben. Es gibt die ein oder andere Gelegenheit, der Raya und dem Leftan zu frönen, dann lasse ich das doch nicht aus. Nun ja, es ist eine Hochzeit. Ich weiß nicht, wie sie in Rania gefeiert werden, aber... Nun ja, ich hoffe, ihr seid nicht bei den Raya-Feierlichkeiten dabei, wenn sich die Frischvermählten zurückziehen. Nun, abseits dessen gibt es eine ganze Menge anderer Dinge zu tun. Zwinkert ihr die wieder zu. Habt ihr nicht auch eine aranische Frau? Eine aranische Frau? Wenn ihr wüsstet.
Nun, in welchen Diensten steht ihr oder seid ihr freiwillig hierher gekommen? Ich bin freiwillig hier. Normalerweise bin ich etwas im Norden von hier und erforsche die Arbeiten der Sphinx. Die ein oder andere Unterhaltung, das ein oder andere Rätsel. Und wer hat euch auf diese Feierlichkeit aufmerksam gemacht zu diesem Zeitpunkt? Nun, die Festivität aus Palmyramis. Das ist ja ganz um die Ecke. Ich verstehe. Aber Mirli, jetzt hört doch auf, den Mann auszuquetschen. Es ist unhöflich. Ihr solltet die Sphinx einmal besuchen, wenn ihr mögt. Wenn ihr ein gutes Rätsel vertragt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit solchen Geschöpfen zu tun haben will. Nun, löst ihr das Rätsel, dann reißen sie euch nicht den Kopf ab. Zwinkert er dir wieder zu, als wäre es das Erotischste, was man sich so vorstellen kann. Diamantis, ihr seht ganz verhungert aus. Ihr nehmt noch ein Stück Torte. Ich kann wirklich nichts mehr. Also das erste halbe Stück, was ich gegessen habe, war schon fordernd. Diamantis, jetzt nimm schon. Viel hilft viel. Von nichts kommt nichts und was weg ist, ist weg. Ihr solltet nach einer solch anstrengenden Reise wirklich erst einmal nichts essen und euren Körper ruhen lassen. Wir müssen gleich... Ja, das glaube ich nämlich auch. Das Hochzeitsbier trinken, das könnt ihr doch nicht auf leeren Magen machen. Also Diamantis, jetzt nimm. Ja, derweil hat sie wohl auch schon mehrere große Krüge mit dem Bier volllaufen lassen und drückt jetzt Raffim eins in die Hand. Nach so einem langen Ritt, da muss man ja auch wieder zu Flüssigkeit kommen, nicht wahr? Oh, habt ihr das fast schon angestoßen? Oh nein, das hätte der Bräutigam machen müssen. Oi, was machen wir denn jetzt? Na gut, das können wir wohl verkraften, aber das Wichtigste ist, dass Diamantis jetzt gleich den ersten Schluck trinkt. Er muss ja auch einen Spruch darauf bringen. Ja, Diamantis hier. Ich reiche ihm mal das Bier und jetzt auf einen Zug leer und dann dein Spruch. Na gut, dann sei es drum. Diamantis erhebt seinen Krug und führt ihn schnell zum Mund, wo er mit kräftigen Schlücken den Krug in einem leert. Haut ihn auf den Tisch, schüttelt sich einmal. Na, bringen wir es hinter uns. Achso, ich soll was sagen. Ja. Auf eine großartige Nacht und viele, viele Jahre, die danach kommen. Verheiratet. Gebunden. Nun gut, dann mache ich als Trauzeuge weiter. Hoch den Humpen, kurz gewunken, Nachbarn stumpen, Humpen pumpen. Und ich stumpe Serpentilio, der neben mir steht. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Was? Das ist ein Trinkspruch. Dann nimmt Rasulan tatsächlich jetzt selbst einen Humpen und hält ihn nach oben. Eine gute Braut ist löwengleich. Sie zieht jeden Mann in Bann mit ihres Blickes Kraft und bindet ihn in Rajas Reich mit dem Zauber der Leidenschaft. Wohl gesprochen. Ja, auf jeden Fall. Na dann, das war das Ritual des Hochzeitsbiers. Wir kommen jetzt zur Feuerprobe. Nein, aber die Braut ist doch noch gar nicht da, Boltax. Ist das nicht seltsam? Nein. Es geht darum, den Bräutigam vorzubereiten. Das heißt, wir entfernen ihn von allen Haaren durch Feuer. Ist das wieder so ein zwergischer Brauch? Aber was, wenn Rashpatana gerade seinen Bart mag? Dann wäre sie sicher sehr enttäuscht, wenn er gerade bei der Hochzeit der Bart. Bartlos wäre. Die Haupthaare werden selbstverständlich nicht angerührt. Es geht um die Haare auf der Brust und die Haare an Stellen, an denen ansonsten weniger Licht hinkommt. Diamantis, wärst du so frei und würdest dich einmal frei machen? Ist das wirklich notwendig? Natürlich. Er soll doch ein schnicker Bräutigam sein, oder? Nun ja, er ist aber ein Mensch und kein Zwerg. Warum führen wir zwergische Rituale durch? Weil Voltax das so will. Lass ihn einfach. Das ist eine Vorbereitung und eine wichtige, nun ja, Geste für die Ehe. Er versucht, Diamantis zu helfen, aber es sollte nicht darum gehen, was Voltax möchte, sondern was Diamantis möchte. Also fragt ihn immer erst, bevor er ihm so etwas anbietet, ob er das denn möchte. Diamantis, wollt ihr die Feuerprobe? Ja. Gut, mehr wollte ich gar nicht hören. Dann bitte mach dich doch einmal frei.
Willst du mir vielleicht nochmal die Frage verraten, auf die ich gerade geantwortet habe? Naja, der Diamant ist nur, weil du nicht zuhörst, muss Boldak sich doch nicht ständig wiederholen. Das ist ja super unhöflich. Rafim, erklär's ihm nochmal. Ja, wir fackeln dich jetzt ab. So wollte ich jetzt nicht drauf gehen, aber... Nein, es geht nur um deine Körperhaare. Naja, lasst mich eine Fackel holen. Vielleicht haben sie ja auch eine Feuerschale. Nun, wenn ihr so geneigt seid, könnte ich einen winzig kleinen Moment an eure Haare dran stecken. Nehmt doch einfach ein scharfes Rapiermesser. Nein, das muss Feuer sein. Angroschs Wille. Also, ihr könntet es natürlich auch einfach lassen, wisst ihr. Ja, das meine ich auch. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Körperhaar. Nun, aber ihr wollt doch für Spartaner möglichst ideal aussehen, nicht wahr? Und soll ich mich rasieren? Nein, nicht im Gesicht. Euer Haupthaar lassen wir... Es geht um eure Körperbehaarung, ganz generell. Apropos, hier, Diamantus, nimm noch ein paar gebrannte Mandeln. Die sind extra gezuckert. Und sie schiebt dir wieder ein paar gebrannte Mandeln in den Mund. Ja, die riechen gut, davon esse ich tatsächlich ein paar. Wer seid ihr noch gleich? Sulcha, die Araya-Geweihte hier. Und was ist noch gleich eure Aufgabe hier? Ich muss dafür sorgen, dass es dem Bräutigam gut geht. Und denkt ihr nicht, es geht ihm am besten, wenn er seine eigene Entscheidung treffen kann? Nein, nach einer langen Reise muss man sich auch um ihn kümmern. Er sieht ganz verhungert aus. Kannst du mal aufhören, mit der Frau zu streiten, die sich hier offensichtlich um mich kümmern soll? Richtig. Könntet ihr noch ein paar Priusblumenkerne für den Bräutigam holen? Das würde sicherlich sehr gut zum Gerne. Die sind sehr fettig. Das Fett ist immer gut. Der Ventilio fängt auf drei verschiedenen Sprachen an zu fluchen und geht weg. Ja, ich würde dann tatsächlich Serpentilio kurz irritiert nachgucken, aber mich dann wieder um unseren guten Diamantis kümmern. Diamantis, also Feuerprobe ja oder nein? Ich sage da tatsächlich nein. In Ordnung. Zulamin hat gesagt, es soll um euch gehen und wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, naja, ist ja eure Entscheidung. Ich mag meine Brust- und Beinbehaarung. Naja, immerhin einer. Ja. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten wichtigen Punkt. Eure Hochzeitsrede, was wollt ihr denn sagen? Ich dachte, ich schüttel mir einfach irgendwas aus dem Ärmel. Ja, ein paar Witze über die Seefahrt, die kommen immer gut an. Witze, das ist hervorragend. Witze sind immer eine gute Sache für eine Hochzeit. Erzählt mal, welche Witze habt ihr euch so gedacht? Torwaler-Witze sind immer lustig. An Torwalern oder über Torwaler? Ja, über Torwaler. Na dann haut mal einen raus. Ich habe keinen guten Witz gehört, der vor den Torwalern kam. Och, die haben schlagende Argumente, würde ich sagen. Aber einen etwas diffizilen Humor. Nicht so feingeistig wie wir Zwerge. Torwaller haben schlagende Argumente. Das war ein guter Voltax. Ja, natürlich. Den werde ich nutzen. Ja, komm, jetzt noch einen. Ich glaube, in Anbetracht der Situation wäre es sicherlich auch nicht das Verkehrteste zu sagen, wie sprachlos ihr seid in Anbetracht der Ehre, die euch zuteil wird und dass ihr gar nicht in der Lage seid, die Schönheit eurer Braut zu beschreiben. Ihr wisst schon, Unsagbarkeitstopoi. Oh, ihr könnt wohl erkennen, wie jetzt durch das Wasser am Eingang, vor dem ihr euch etwas gewaschen hattet, humpeln jetzt vier Männer auf euch zu, die sich wohl fast kaum mehr auf den Füßen halten können. Sie sind alle irgendwie gewandelt in tulamidische, aranische Seidenstickereien und man kann tatsächlich auch unter den Fettschürzen, die sie dann tragen, fast sogar ihr Gemächt dann erkennen oder erahnen. Also wirklich viel wird durch die Seide nicht verborgen, aber sie sind also eher durch das Fett als durch die Seide. Und so watscheln sie dann auf euch zu.